Hui, willkommen zurück. So, ich war mit dem Charakter unterwegs, also mit dem Hauptcharakter, und habe geguckt, welche Rüstung wäre denn für einen Nekromanten, der mit Magie arbeitet, perfekt. Das Gesetz von Julianos. Wo gibt's das? Da habe ich nachgeguckt. Das gibt's hier, ungefähr da. Da ist der Handwerks-Set zu finden. War ich da überhaupt schon mal? Nö. Noch nicht ein einziges Mal. Also ich so, toll. Gut gemacht. Dann weiß ich ja, was ich mit meinem Charakter als nächstes mache, wenn ich Catwitz Gold fertig habe. Die Bank von Krempen ist eine Erde. Zumindest hat sich das Set in Luft aufgelöst. Ich habe aber dennoch ein Stufe 6 Set zusammengebaut. Das wird dann, ich sag mal, dann notwendig, wenn ich dann überhaupt Möglichkeit habe dafür. So, zoom. Noch nicht mal Heiltränke? Krass. Gut. Seit wann schließt man eigentlich solche Fenster mit Tabulator? So, auf jeden Fall will ich auch noch zum Montürtisch. Wenn ich den Montürtisch finde, dann haben wir farbenfrohe Sachen. Lass mal den finden überhaupt. Ach, da ist er. So, mit dem Montutisch kann ich nämlich auch den Helm ausblenden. So, hoffentlich habe ich genug Geld dabei. Das fällt mir jetzt erst ein. Ah, schön zusammengefasst hier. So. Ja, man kann sich halt die Dinge anzeigen lassen. So, mal gucken. Stopp, 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 raus. Muss mal kurz ins Inventar. Und die kann ich nicht ins Stilum ändern. Hm. Das geht auch mit dem Charakter sowieso nicht. Wie weit bis zum nächsten Level ab? Boah, weit. Gut, naja. Ich warte bis zum nächsten Level und dann kehre ich hier wieder zurück. Stopp, stopp, stopp. Ist schon vorbei. Ja, muss hin. So, und wieder zurück. Ja, lief leider nicht so, wie ich gedacht. Also,
Allein schon, dass ich den Schrein nicht erreichen kann, hindert mich daran, diese tollen Effekte herzustellen. Aber was soll's. Ist jetzt halt so. Da muss ich erstmal richtig ordentlich spielen und das dauert, weil der Hauptcharakter befindet sich in Wegesruh, wo es übrigens nicht mehr ruckelt, habe ich festgestellt. Genau da steht Trilophysis jetzt, also mein Hauptchar. Und ich müsste das Gebiet noch durchmachen. Das hier. Dann hier lang. Dann geht's hoch nach Kluftspitze. Und dann reden wir noch über Bankorei. Wenn wir da durch sind. Dann können wir darüber überlegen, Wrotzka zu machen, weil ich glaube, zwischen Bankorei und Karkstein gibt es keinen Übergang. Karkstein ist, glaube ich, nochmal ein separates Gebiet. Und die Wüste muss ich auch noch machen. Die Alikr-Wüste. Also das dauert noch eine Ewigkeit. Also das können wir vergessen. Verdammt. Da brauche ich wieder Hilfe von irgendeinem von euch. Der mir dann per Dings das Set einfach mal schenkt. Damit der Charakter auch was ordentliches hat hier. Offenbar ist unser alter Freund, der Dachs, wieder an seiner üblichen Stelle für Nickerchen. Vielleicht sollten wir ihn mal besuchen. Das wäre doch ein richtig süßer kleiner Umweg, fast schon eine ganze Reise. Tee. Dieser sah euch hier lang gehen. Habt ihr etwas gefunden? Ich stehe hier. Hier stehe ich. Oh, die Stelle, Habt ihr ein spontanes Interesse an Pferden entwickelt, Wanderer? Ich habe diese versteckte Notiz gefunden. Ich vermute, die Spielerin Tajiri hat sie verfasst. Oh, sieht aus wie ein Code. Ein Dachs, der ein Nickerchen macht, hm? Kommt diesem bekannt vor? Ah ja, der schlafende Dachs ist eine Felsformation, gleich südlich von Stromfeste. Doch diesen Abschnitt über die süße Reise versteht Misik nicht. Es könnte sich aber lohnen, sich wenigstens für die Felsformation anzusehen. Misik wird sie auf eurer Karte markieren, Wanderer. Ihr könnt gern vorgehen. Und vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, um zu erwähnen, dass dieser nicht viel Übung mit gewaltsamen Auseinandersetzungen hat, falls wir Ärger bekommen sollten. Doch dann ist euer Geschick gleich besonders nützlich, ja? Verstanden. Gehen wir zu diesem Felsen, den man den schlaffenden Dachs nennt. Jetzt geht's noch weiter raus. Jetzt können wir schon die andere Sache machen. Also wenn das so weitergeht, sind wir wirklich woanders. Andere laufen doch mit dem Drachen rum, ne? Ich habe eine bessere Idee. Ich nehme den Greif. Warte mal, welchen gab es denn auch nur ausschließlich? Das ist der Vorbestellerbonus. Hier, für das erste Mal betreten Orsiniums habe ich den gekriegt übrigens. So viel habe ich, ey. Das ist schon extrem. Gut. Wo ich den denn ja? Timer an der ist was online, ne? Ankündigungsstream. Krass, den habe ich gar nicht mitgekriegt. Ist ja cool. Wo hab ich den denn her? Ich war nicht am Ankündigungsstream, aber cool. Danke. Kommt schon fast gleich, als würden die mich kennen. Als hätten die
mich gesehen. Was, es gibt keinen? Na, das ist jetzt aber... Dann würde ich trotzdem mit den Greifen arbeiten. Weil ich meine, das ist der Exklusivteil gewesen für... Für die Dings... Durch Exklusivität fällt man auf und wenn andere die anderen nehmen, oder immer das gleiche nehmen, nehme ich das. So, da lang und da fliegt übrigens der Drache. Der fliegt genau dahin, wo ich gerade hin will. Oh, seht ihr? Habt ihr das gesehen? Konnt ihr ihn da hinten oben sehen? Der fliegt da. Wobei, ne, das ist der ja jetzt nicht mehr. Mach mich schon bedenklich. Das ist... Ich will mich nicht mit dem Drachen anlegen. Ich glaube, die sind schwer und tödlich. Weil wir werden früh genug noch einen sehen. Durchsucht das Lager. Huch. Skoma. Diese Herumtreiber müssen Schmuggler sein. Ah! Oh je. Fuß. Miesig ist wohl auf. Ihr könnt einen kräftigen Schluck vertragen. Diese Kette muss Cynthia gehören. Doch wir alle brauchen Wurzeln. Kommt, lasst uns an einem anderen Ort sprechen. Jo. Sollen wir uns mal ansehen, wie das aussieht mit dem Drachen? Ich will aber nicht gegen den kämpfen. Der nimmt Schaden. Hier will ich ja Bock mitzumachen, ne? Und sei es auch wenn wir sterben. Okay, ich bin geröstet worden. 19.000 Schaden. Schade. Das kurz bevor der gestorben ist. Bitte, bitte, bitte. Aber cool. Der hat mich one-hitted. Drachentöter. Errungenschaft. Immerhin dafür. Überlegender Plünderer direkt. Tötet einen Drachen in der Wildnis des nördlichen Elsweier. Beutet einen überlegenen Gegenstand. Drachenkügelchen, Zutaten. Eine zerkaute Werkstücke aus dem Bauch eines Drachen. Halbverdaute Dokumententasche. Da gibt's eine Collector's Edition Schatzkarte. Das ist nett.
Den Bauch des Drachen habe ich eine Collector's Edition gekriegt. Sehr schön. Ja, das war zu abzuwarten oder war abzusehen, dass ich sterben würde bei einem Drachen. Aber wir konnten einen kurzen Blick drauf werfen, wie so ein Kampf mit Drachen endet. Also ich denke immer, das sind Dolme aus Elder Scrolls, nur beweglich. Und einmal diese fetten Endbosse, die es da runterkommen. Oder wie Sommers End, die Riff. Eine verschwundene Tochter, eine versteckte Notiz und jetzt eine Bande Skoma-Schmuggler. Diese Ermittlung wird mit jedem Schritt, den wir unternehmen, chaotischer. Was wollen die Schmuggler wohl von Ishu? Dieser ist sich nicht sicher, aber es ist möglich, dass Ishu etwas verbirgt. Doch es sollte Vorrang haben, dass wir der Spielerin nachspüren, die diese Notiz geschrieben hat. Tajiri war ihr Name, ja? Da läutet die eine oder andere Glocke. Wo sollen wir suchen? Wenn Tajiri eine Spielerin ist, können wir sie wahrscheinlich in der örtlichen Taverne finden. Misi geht gleich dahin und sieht nach, was er aufspüren kann. Treff diesen im Gasthaus zur verdrängten Reue. Nun gut, wir sehen uns dort. One by using it for this nusword, some defense unless you intend to attack and do increased damage. Ich lese mir das so ein bisschen unten links vor, ist ja interessant, was da gerade geschrieben wird. Da werden nämlich so Taktiken gerade verteilt, was jetzt sinnvoll ist. Jetzt mache ich aber das andere mal mit, weil ich bin direkt daneben. Alter, warum habe ich eine Latenz von 632 bitte? Wo kommt das jetzt her? Das wird sich jetzt wirklich revidieren, nein, ne? Azazel, berührt niemals ein dädrisches Monster. Insbesondere kein totes. Seid nicht so ein ängstlicher Netz. Die Toten können uns nicht wehtun. Aber woher meint ihr, dass es kam? Es stinkt nach Kaltrafen. Vielleicht hat es ein Lakai der Usurpator-Königin beschworen, ja? Fass das tote Ding nicht an, sagt Heduna zu mir. Als ob ich nicht wüsste, wie man mit der Leiche eines Daedra umgeht. Ich frage mich, was ihn getötet hat. Vielleicht ist er einem Drachen begegnet? Ein Gegenstand aus Kalthafen. Ui, ich habe echt mit Lag zu kämpfen gerade. Seht ihr? Mal eben kurz gucken, was macht man? Gibt es irgendwelche Updates? Mal Steam beenden. GOG braucht keiner. ...415. Das ist aber mächtige Latenz. Na gut, die werden wahrscheinlich nicht so, ich sag mal, die massiven Spiele jetzt gerade hier erwarten, aber das könnte ein Grund sein, dann. Meine Internetleitung ist eigentlich okay. Das Einzige, was ich mache, ist hochladen, ja. Vielleicht liegt das deswegen, dass ich eine hohe Latenz habe. Eigentlich dürfte das nicht passieren. Das müsste eigentlich machbar sein. Ein übel riechender Sack. Ist gerade Ehre weggeflogen? Sehr interessant. Naja, bei einigen Menschen, die denken, ihre Ehre sei verletzt, so verflüchtigt sich die Ehre. Oh Mann.
So, anders als den anderen Khajiiten, den ich spiele, hat dieser hier keine Angst vor Wasser. Boah. Was haben wir hier? Hier haben wir Kaiserliche. Und irgendwie eine Gitarre. Truppführer Pantios. Ihre Majestät, Königin Euraxia und ihr Hof Nikromant Zumuk Fulm haben die Reihe unbekannter Impulse magischer Energie festgestellt, die unbequem nahe an der Westgrenze von Krempen stattfanden. Begebt euch mit eurem Trupp unverzüglich zu den Standorten, die auf der beiliegenden Karte markiert sind. Euer Befehl lautet, diese Bereiche zu untersuchen, ungewöhnliche Kreaturen oder Vorkommnisse zu dokumentieren und mögliche Passanten zu Befragungszwecken festzunehmen. Nur um sicher zu gehen, Ihre Majestät braucht sie lebendig. Versagen ist keine Option. Leutnant Lepida, erste Euraxische Legion. Ich habe euch gesehen, Reisender. Warum bestehen alle Außenseiter darauf, sich verdächtig zu verhalten? Ich habe euch von einem Ort zum nächsten gehen sehen, genau wie den Mann mit dem Topf auf dem Kopf. Gehört ihr zu den Soldaten, die jeden Flecken Land umgraben wollen? Oder seid ihr einfach nur ein kranker Geist, der Spaß daran hat, durch die Wildnis zu schleichen? Der Mann mit dem Topf auf dem Kopf ist Catville. Übrigens. Nun tut nicht so unschuldig, Fremder. Ihr müsst auch mit diesem blassen, hageren Narren mit dem lächerlichen Schnurrbart zusammenarbeiten. Warum sonst würdet ihr die gleichen Orte aufsuchen, die er besuchte? Außer... Seid ihr ein Agent der Usurpator-Königin? Usurpator-Königin? Euraxia, jene verhasste Kaiserliche, die Krempen eroberte und einen falschen Anspruch darauf anmeldet, Königin zu sein. Nun tut nicht so unwissend, Außenseiter. Davon hatte ich schon genug, als ich mit dem Mann mit dem Topf auf dem Kopf sprach. Wohin ist der Mann mit dem Topf auf den Kopf gegangen? Ah, ihr klingt ja fast so verwirrt, wie er es war. Er sprach ständig mit seinem zahmen Echsenvogel, als ob er eine Antwort erwartete. Ach, als ich ihn das letzte Mal sah, ging er nach Westen. Ich schätze, ihr findet ihn in dieser Richtung und südlich von Stromfeste. Nur trödelt hier nicht länger herum. Gut, dann macht nur und sucht den Mann mit dem Topf auf den Kopf. Was war das für ein Text gerade? Ich glaube, der passte nicht. Cool, sehen wir Catville. Ist aber laut. Sehen wir Catville, das wäre ja mal cool. Oh, ist das laut. Ekelhaft. Schnell weg. Catville ist cool. Die Stimme ist auch geil. Boah, diese Musik, ja, die jault dann aber auch heute voll. Das ist der Hammer.